Willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist Laura und ich zeige euch heute meine Schminksammlung. Deswegen sitze ich auch hier vor meiner Kommode, weil genau da befindet sich meine ganze Schminke drin. Ich glaube, ich habe vor 2 Jahren pipapo schon mal eine Schminksammlung gemacht. Ist jetzt schon eine Weile her, deswegen dachte ich, wird es mal Zeit für ein Update. Ich glaube, mehr gibt es gar nicht dazu zu sagen. Deswegen hole ich euch einfach mal näher ran. Bevor ich euch die Schminke zeige, zeige ich euch kurz mein Augen-Make-up. Das ist inspired by Daisy Perkins. Das sieht natürlich nicht so cool aus wie bei ihr, aber ich wollte es euch nur mal kurz zeigen. Peace out. Also hier befindet sich meine Schminksammlung in der Hemmnis-Kommode von Ikea. Die gibt es leider so nicht mehr. Es gibt die nur noch ohne Glasplatte und ohne den Spiegel, also ohne dieses Ganze oben drauf, sondern nur noch als einfache Kommode. Ich werde halt sehr oft danach gefragt, aber ich muss euch leider enttäuschen, gibt es nicht mehr. Hier habe ich als erstes Kosmetiktücher. Die habe ich einfach immer da zum Nase putzen oder Swatches abwischen oder so. Übrigens nicht wundern, das ist kein Swatch. Ich habe mich mal wieder am Lockenstab verbrannt. Dann habe ich hier mal Bodyspray stehen. Ich habe echt viel Bodyspray, aber ich benutze sie halt auch wirklich, wie ihr sehen könnt. Also das ist fast leer. Dann habe ich hier hinten diesen Halter von Ikea. Ist eigentlich super unnötig. Ich habe da nur eine Palette drin. Irgendwie lohnt sich das auch nicht so wirklich. Ist halt die Highlight and Contour Pro Palette von NYX. Und dann habe ich hier so eine kleine Box, da sind Uhren drin und so ein bisschen Schmuck. Und hier ist die Uhr, die ich immer trage, das ist die von Captain & Son. Und dann habe ich hier noch Lippenbalsam und Gesichtspflege, einfach damit ich das immer parat habe. Ich habe halt so 2 Dior Lippenstifte, die habe ich mal geschenkt bekommen. Oder habe ich mir von einem Gutschein geholt oder so, ich weiß nicht, ich habe die einfach noch als Deko stehen. Und dann kommen wir zu der Schublade. Hier habe ich halt so hauptsächlich Mascaras drin, wie ihr seht. Catrice, Essence und dann habe ich hier noch eine von Too Faced, so eine Probe. Da ist hier noch so ein Pinsel drin. Dann so Tools, also Wimpernzange. Hier habe ich Anspitzer. Damit soll man die Wimpern besser auftragen können. Ich finde das irgendwie unnötig. Ne? Ein bisschen Kajal. Hier so ein Eyeliner, den finde ich richtig schön. Das war so eine LE von Essence, so ein rosé-goldener Eyeliner. Dann habe ich hier noch diese Palette von Wet n Wild. Die habe ich eine Zeit lang immer für meine Augenbrauen benutzt. Jetzt liegt er halt hier. Und dann habe ich hier noch so einen schönen Glitterliner von Kiko. Hier in der Mitte stehen meine Pinsel. Also ich habe hier 3 verschiedene Behälter, weil es mittlerweile einfach so viele Pinsel sind. Es passt nicht mehr alles rein. Und hier, die habe ich übrigens selbst designt. Das war auf einem Event von Evelyn. Hier ist mein Hauptbehälter. Also da habe ich eigentlich alle Pinsel drin, die ich immer benutze. Hier hängen auch meine Pinzetten dran von Evelyn. Und dann seht ihr hier die Box von Kylie. Ich habe einfach noch keine bessere Aufbewahrung für die gefunden, deswegen stehen die immer noch hier. Und hier habe ich noch eine Visitenkarte, die hat mir Mia mitgegeben, als ich sie auf der Glow in Stuttgart getroffen habe. Vielleicht kennt ihr sie, Mia Sabati. Die hat halt auch YouTube und wie ihr seht, steht drauf vegan, cruelty free und sie macht richtig gute Videos. Schaut da mal rein. Hier unten in der Schublade habe ich nur so Feuerzeug. Dann habe ich hier meine Artist-Bänder von der Glow. So ein paar Spiegel. Hier oben steht eine unechte Orchidee, weil ich hatte mal eine echte und sie hat leider nicht so lange überlebt. Rest in peace. Dann habe ich hier noch eine Kerze stehen. Die ist von TK Maxx. Riecht richtig gut. Dann noch Micellenwasser, was ich nicht gut finde, aber ich brauche es einfach auf. Und dann hier nochmal als Deko so eine Box von La Durée. Und jetzt geht's zu der Schublade. Wie ihr seht, ist nicht mal die ganze Schublade voll mit Schminke. Ich habe hier noch meine ganzen Haarprodukte, also dann Bürsten, Trockenshampoo. Dann habe ich hier Parfüm und Deo drin. Und hier in der Mitte habe ich eine kleine Sammlung an Bodyspray. Dann habe ich hier noch Wattestäbchen. Und dazwischen habe ich immer so ein paar Wattepads liegen. Und hier sind es halt sowas wie Duttkissen, Haargummis, Spangen. Hier sind ganz süße Haargummis. Die hat mir Ilona mitgebracht. Einfach mal Frozen. Und das ist der Rest im Überblick. Also wie ihr seht, habe ich diese 2 Aufbewahrungsteile von Ikea. Ich habe gar keinen Plan, wie die heißen. Schreibt mir es gerne in die Kommentare, falls ihr es wisst. Und ich gehe jetzt mit euch jeden einzelnen Kasten durch. Ich fange jetzt einfach mal hier links unten an. Da habe ich erst einmal 2 neue Produkte. Das sind so Lash Topper von Trend It Up. Die habe ich letztens zugeschickt bekommen von der Brilliant Moments Allee. Die kann man halt genauso gut einfach aufs Lid packen als Lidschatten. Sieht richtig schön aus. Und in der Box sind dann nur noch Colourpop Lidschatten, weil ich habe mir so ein paar bestellt. Den hier habe ich letztens in einem Make-up-Tutorial benutzt. Das ist die Farbe Paradox, genau. Den hier mag ich auch richtig gerne. Das ist so ein Kupfer-Roségold. Und der nennt sich Muse. Hier in der Mitte bewahre ich immer meine Wimpern auf. Ich habe hier zum Beispiel welche von Tanya Burr. Die mag ich nicht so gerne. Die sind halt so richtig fein.
Hier sind keine drin und hier sind auch keine drin. Die trage ich nämlich gerade. Dann habe ich hier noch diese zwei Paletten. Die haben nämlich auch nirgendwo mehr anders reingepasst. Die habe ich mir irgendwann von Rival de Luxe geholt. Das ist halt einmal so ein Contouring Set und so ein Highlighter Set. Sind nicht schlecht, aber irgendwie... Ich vergesse immer, dass ich die habe. Sollte ich vielleicht mal häufiger benutzen. Und wie ihr seht, habe ich hier noch so ein paar Sachen. Und zwar habe ich hier so zwei Wimpern-Sets. Die habe ich mir mal von Amazon geholt. Ich finde die nicht besonders gut. Sind so richtig harte, unförmige Wimpern. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, aber jetzt nicht unbedingt zu empfehlen. Die sind halt richtig günstig. Ich kann sie euch gerne unten mal verlinken, weil die sind halt wirklich ganz hübsch, aber ich komme damit nicht so gut klar. Dann habe ich hier noch so ein paar Paletten. Einmal von Essence The Glow Must Go On. Das ist eine aus dieser Bloggers Beauty Secrets. So sieht die aus. Ich habe die eigentlich nur wegen diesem Ton behalten, weil ich mag so orange, warme, braune Töne. Dann habe ich hier noch von The Balm die Meet Matte Trimini Palette. Die mag ich auch richtig gerne. Vor allem wegen dem Ton in der Mitte. Den roten Ton, den trage ich ganz gerne. Und dann habe ich hier auch noch von Kat Von D die Shade and Light Palette. Die vergesse ich ehrlich gesagt auch. Wie ihr seht, die ist eigentlich so gut wie neu, weil ich sie irgendwie nie benutze. Ich greife immer eher zur NYX Palette, weil ich das immer vergesse, weil sie hier so versteckt drin ist. Machen wir weiter hier. Das sind meine ganzen einzelnen Lidschatten. Also die benutze ich eigentlich auch so gut wie nie. Ich benutze eigentlich immer nur Paletten. Aber da sind so ein paar, ich habe hier halt so einen Türkiston. Für alle Fälle, wer weiß, vielleicht braucht man. Habe ich so ein paar von Catrice. Hier mein Lieblingston, der leider aus dem Sortiment gegangen ist vor langer Zeit. Die Farbe Common Chameleon. Ist so ein, sieht man glaube ich ganz gut, ist so ein Duochrome Lidschatten. Mag ich richtig gerne. Habe hier diesen hier von Kiko. Einen von NYX, dann hier so ein Pigment von e.l.f. Habe ich auch mal in einem Video benutzt, ist schon eine Weile her. Übrigens, das hier ist auch eine Lockenstaubverbrennung. Wie ihr seht, passiert mir das häufiger. Ich glaube, jetzt seht ihr das ganz gut. Ich habe hier halt auch noch so Creme-Lidschatten und hier noch so einen türkisen Gel-Eyeliner. Und hier ist mein geliebter Highlighter von Kiko drin. Ist halt eigentlich ein Lidschatten, deswegen habe ich ihn auch da. Aber den benutze ich immer als Highlighter. Das ist die Farbe 208. Ich habe einen Dupe gefunden, was leider aus dem Sortiment gegangen ist. Vielleicht habt ihr den ja auch zu Hause von Catrice. Die sehen sich halt extrem ähnlich. Machen wir mal hier weiter. Hier sind einfach an der Seite so ein paar cremige, flüssige Highlighter. Auch nochmal von Mary Kay. Und hier sind dann ganz viele so Bronzer. Ich habe hier einmal... Den benutze ich ganz oft. Das ist von NYC, der Smooth Skin Bronzer. Und... Geht immer so schwer rein. Dann ist hier noch ein Rouge zwischen. Das kommt zu Eva 1. Ist eine richtig schöne Farbe, meiner Meinung nach. Hat Ilona mir mal gegeben. Einmal den Mary Luminizer. Kennt wahrscheinlich die meisten von euch. Ist ungefähr der gehypteste Highlighter, glaube ich, den es so gibt. Den hat wirklich gefühlt jeder. Dann habe ich noch diesen hier von Becca. Das ist die Farbe Opal. Mag ich richtig gerne. Habe ich geschenkt bekommen. Also vielen Dank nochmal. Und ja... Er ist halt leider runtergefallen. Aber ich benutze ihn natürlich immer noch. Dann geht es weiter. Hier hinten habe ich Puder drin. Also ich habe hier von Catrice das lose Puder. Von Rival de Luxe. Dann unten ist noch ein gepresstes von Catrice. Benutze ich eigentlich fast nie. Und dann hier noch zwei Mineralpuder von Alverde und Alterra. Und dann sind hier meine Concealer drin. Den von Declass mag ich echt ganz gerne. Beiden. Hilfe. Das sind die beiden Concealer, die ich zurzeit benutze. Das ist einmal der NARS Radiant Creamy Concealer. Ich finde den so gut. Den finde ich halt auch richtig gut. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen. Habe ich die Farbe Beige. Ich glaube, hier hinten seht ihr ganz gut. Ich habe mich vor ein paar Jahren komplett eingedeckt mit allen möglichen Carmex-Produkten. Ich habe sie bis heute immer noch nicht geöffnet. Einfach, weil das viel zu viel ist. Und dann ist hier hinten noch so ein Spiegel drin. Den benutze ich ganz gerne. Den habe ich ebenfalls von Mary Kay und den kann man halt aufstellen. Machen wir mal hier ganz hinten weiter. Da ganz hinten geht es wieder weiter mit Carmex-Produkten. Ich habe ungefähr alle gekauft, die es dort gab. Hier kommen wir zu meinen ganzen Foundations und Primern und so weiter. Hier habe ich einmal diese Palette, die ich immer zum Mischen benutze. Dann sind hier so ein paar Primer drin. Hier, den kennt ihr wahrscheinlich von mir. Den benutze ich ungefähr immer. Das ist von Catrice, der Prime and Fine Beautifying Primer. Ist auch schon bald leer. Dann habe ich hier noch so einen Liquid Highlighter von 17. Habe ich mal in England gekauft. Den mische ich manchmal in meine Foundation rein. Dann sind hier so verschiedene Primer. Habe ich hier zum Beispiel die... Too Faced Born This Way Foundation. Aber wie ihr seht, ist sie mir gerade ein bisschen zu dunkel. Hier ist meine Lieblingsfoundation. Wie ihr seht, ist sie auch fast leer. Das ist von EX1, die Invisi Wear Liquid Foundation. Und ich habe die in England gekauft. Und
Ich brauche die unbedingt wieder, weil die ist richtig gut. Also wenn ihr einen Olivenhautton habt, schaut euch die mal an. Dann habe ich hier noch eine von Kiko, die ich halt auch richtig gerne mag. Aber die ist mir zurzeit auch viel zu dunkel, wie ihr sehen könnt. Ist hier noch was von Max Factor, Catrice, noch eine von Kiko. Und hier noch so ein kleines Spray von Urban Decay, diese B6 Vitamin Infused Complexion Prep Spray. Benutze ich manchmal, ist auch schon gut leer eigentlich. Und hier hinten habe ich auch immer noch Grübchen von der Urban Decay Primer Potion. Das war irgendwann bei der Naked Palette dabei, als ich die gekauft habe. Das ist 2 Jahre her oder so. Und ich habe die Primer halt immer noch. Hier geht es weiter mit Highlightern. Also ich habe hier einmal von Jared Cosmetics BB Plus. Wie ihr sehen könnt, da steht halt Facial Cream. Aber ohne Witz, das ist keine Facial Cream. Jetzt guckt euch das mal an. Also ich weiß nicht, wer das als Facial Cream benutzt, aber für mich ist das ein Highlighter. Da muss man aber echt vorsichtig mit sein, weil der trocknet irgendwie ganz schnell. Ich benutze den auch ehrlich gesagt nicht so oft. Hier geht es einfach weiter mit Highlightern. Hier habe ich einmal einen von Rebuild Loop aus einer LE, Wet n Wild aus einer LE, nochmal Wet n Wild aus einer LE und nochmal Wet n Wild aus einer LE. Das ist mein neuester Highlighter übrigens. Richtig schön. Hier, guckt euch das mal an. Das ist ein richtig schönes Gold. Hier ist ein Rouge von Loft, das ich echt schön finde. Das haben wir geschenkt bekommen, als wir jetzt auf The Glow waren. Das war auf unserem Hotelzimmer. Das ist richtig hübsch. Ein richtig gehyptes Rouge, was vielleicht einige von euch noch kennen. Das ist von Sleek die Farbe Rose Gold. Ey, das war so beliebt. Einfach jeder auf YouTube musste das haben. Ich finde es eigentlich ganz hübsch. Dann habe ich hier noch ein Rouge von MAC. Das ist echt mein Lieblingsrouge und ich bin auch traurig, wenn es leer geht. Ich werde es halt nicht nachkaufen, aber es ist wirklich eine wunderschöne Farbe. Und ich habe schon gesehen, es gibt dazu Dupes von Milani. Ich glaube, von Too Faced gibt es so ein ähnliches. Das ist der Hollywood Highlighter von Rebuild the Loop. Ist richtig hübsch, sieht richtig aus wie der Mary Luminizer. Ist halt auch eine LE gewesen. Und ist auch leider schon ein bisschen auseinandergefallen. Ob ihr es halt glaubt oder nicht, aber hier ist noch ein Highlighter aus einer Wet n Wild LE. Hier habe ich halt noch so eine Get Picture Ready Contouring Palette von Essence. Und hier sind wir bei eigentlich den Lippenprodukten, die ich am meisten benutze. Ich habe hier so ein paar Lip Liner drin und dann halt ganz viele hier Liquid Lipsticks oder Soft Matte Lip Creams. Hier noch ein Lip Gloss, mein Lieblingsgloss. Dann habe ich hier noch so ein paar von den NYX Lingerie. Das ist übrigens meine Lieblingsfarbe. Das ist die Farbe Exotic. Hier halt nochmal Lingerie, dann von NYX nochmal so ein Suede. Das war so einer der ersten Liquid Lipsticks, die ich hatte. Und ich habe den so oft getragen. Dann sind wir auch schon unten am Ende meiner Schminksammlung angelangt. Und zwar sind hier meine ganzen Lippenstifte, die ich halt auch eigentlich so gut wie gar nicht trage. Ich weiß nicht, ich greife einfach nicht mehr zu Lippenstiften. Ah, den habe ich vorhin gesucht. Auf jeden Fall, hier sind auch noch so ein paar Lipglosse drin, weil dieser hier ist halt von der Größe. Passt er halt hier besser rein. Ich habe so ein paar Lippenstifte, also die hier finde ich zum Beispiel richtig gut. Das sind die von Wet n Wild, die sind halt richtig schön matt. Da habe ich noch eine Farbe, die ich immer getragen habe. Wo ist er denn? Ich weiß nicht, ob sich manche noch erinnern an diese Farbe. Die habe ich so oft getragen, ist die Farbe Mockalicious. Hier habe ich sogar einen von Lime Crime, den hat mir Ilona mal geschenkt. Vielleicht erinnern sich einige noch, den habe ich in meinem Geschenke-Video aufgetragen. Und da sind alle ausgerastet wie sonst was, dass der so hässlich wäre. Ich finde den ganz cool, aber ich trage den eigentlich nie. Erinnert ihr euch noch an den Hype? Die Revlon Lip Butter. Und dann kommen wir hier, das ist so eine Mischmasch-Kiste. Da habe ich alle Sachen reingepackt, die einfach so eigentlich da oben links, vielleicht erinnert ihr euch noch an die Schublade, die ich vorhin gezeigt habe, da waren halt Mascaras drin. Aber ich wollte das gerne hier beisammen haben, weil ich voll oft Mascara, Wimpernkleber und so weiter vergessen habe. Weil es oben in der Schublade ist und ich da nicht mehr reingeguckt habe und dann irgendwo hingefahren bin und dann meine ganzen Sachen nicht dabei hatte. Deswegen ist hier zum Beispiel auch meine Dip Brow Pomade von Anastasia Beverly Hills, die ich immer trage. Das ist die Farbe Ebony. Dann ist hier halt noch ein Fixing Spray. Dann haben wir Liquid Eyeliner. Dann dieses Brow Gel. Hier noch Augenbrauenstifte. Ich versuche es immer wieder, aber ich komme damit nicht so klar. Dann habe ich hier noch eine Eyeshadow Base von Too Faced, die ich ganz gut finde. Und noch den Duo Kleber. Und dann sind hier noch meine 2 Lieblingspaletten. Ich glaube, ihr wisst Bescheid, was das für Paletten sind. Ihr habt 3 Sekunden Zeit, um zu raten, bis ich sie hier rausgekommen habe. Das hier sind meine Too Faced Chocolate Bar Paletten. Das sind einfach meine Lieblingspaletten, die ich ungefähr immer benutze. Ich glaube, man sieht es auch ganz gut an diesem Ton. Und das hier ist halt die 2. Das hier ist die Originale. Ich glaube, das ist die, die als erstes rausgekommen ist. Und das hier ist halt die Semi-Sweet Chocolate Bar Palette. Ich glaube, das war dann so der Nachrücker. Und das ist meine ganze Schminksammlung im Überblick. Was sagt ihr? Hättet ihr gedacht, ich habe mehr? Hättet ihr gedacht, ich habe weniger? Ich muss sagen, ich finde, ich habe gar nicht so viel. Dafür, dass ich mich echt für Make-up interessiere
und gerne neue Sachen ausprobiere und so weiter, versuche ich es immer relativ klein zu halten. Ich mag es halt nicht, wenn Sachen so überfüllt sind. Das hier ist eigentlich meine Lieblingsschublade, weil da ist so wenig drin. Ich müsste halt auch ständig Sachen aus, verschenke Sachen und so weiter. Ich mag das auch gar nicht, dass das hier zum Beispiel so nicht richtig da drin liegt, sondern so über diese Box drüber liegt. Ich habe eigentlich gerade ein ganz anderes Video gefilmt, aber mir ist aufgefallen, dass ich gar kein Ende für dieses Video habe. Deswegen filme ich das jetzt. Ich glaube, es ist gar nicht so wichtig, hier für ein Ende zu filmen, aber ich will es irgendwie trotzdem gerne machen. Deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare, was euch dazu einfällt. Ja. Das war's auch eigentlich schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich muss einfach dieses Ende für jedes Video filmen. Ich fühle mich einfach komisch, wenn ich nicht Tschüss und bis zum nächsten Mal sage und euch einen Kuss zuwerfe.